Und zwar begrüßen wir Sie beim Spiel SV Löchgau gegen den SV Olympia Laupheim. Wir haben heute hier in Barbach 30 Grad. Nicht gerade optimale Bedingungen für ein Aufstiegsspiel, aber immerhin schönes Wetter, tolle Atmosphäre hier. Und ich darf Ihnen jetzt die Aufstellung durchgeben, die Aufstellung des FV Löchgau. Im Tor mit der Nummer 1 Sven Altmann, mit der Nummer 3 Paul Heile, mit der Nummer 7 Mario Andrich, als Kapitän die Nummer 9 Tim Schwarer. Die Nummer 10, Peter Wiens. Die Nummer 13, Fabian Gurt. Die Nummer 15, Marco Stefani. Tom Kühnle hat die Nummer 20. Daniel Descher, die Nummer 22. Die 25, Alexander Brigade. Die Nummer 30, Paul Weber. Als Ersatzspieler mit dabei, Tyrone Reiger mit der Nummer 4, Janis Feufel mit der Nummer 6, Janis Lamatsch mit der Nummer 8, Tim Falk ist die Nummer 11, die Nummer 14 hat Eugenio Del Genio, die Nummer 18 Teseo Kasparo, Kubilai Baki mit der Nummer 19, als Torwart-Ersatzspieler die Nummer 23, Mert Seeker, Janik Trautwein, die Nummer 24, Clemens Köfi-Sedon, die Nummer 27, Emanuel Ablaut, die Nummer 29, die Nummer 1, Alexander Aumann, als Kapitän, die Nummer 4, Julian Haug, die Nummer 5, Philipp Fischer, die Nummer 6, Trunkio Dorn, die Nummer 8, Stefan Steinle, die Nummer 10, Alexander Schrode, die Nummer 12, Nick Seemann, die Nummer 17, Lukas Engel. Die Nummer 18, Jonas Dress. Mit der 19, Marc Vogel. Und die 20, Lukas Mangold. Auf der Bank mit dabei, die Nummer 2, Stefan Hess. Die Nummer 3, Hannes Schacher. Die Nummer 7, Philipp Jelicer. Die Nummer 9, Hugo Höfner. Die 13, Toni Antonovic. Die Nummer 15, Ismail Demiral. Die Nummer 22, Fabian Guckenberger. Und mit Nummer 23 als Ersatztorwart, Johannes Mohr. Thank you.
Geht mit 1 zu 0 in Führung in der 43. Minute durch den Spieler mit der Nummer 25, Alexander Springade.
Baumpalm erhöht auf 2:1 in der 65. Minute. Ebenfalls durch den Spieler mit der Nummer 10, Alexander Schrode. Seite bei 7 Minuten.
Thank you.